Ja, dann herzlich willkommen und einen schönen Tag zu unserem heutigen MAP Deep Dive Serverless Architekturen, Möglichkeiten und Grenzen, Next Level Cloud Architecture von On-Premise bis Serverless Computing und darüber hinaus. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Bevor wir anfangen, möchte ich Ihnen ganz kurz gerne unseren heutigen Referenten vorstellen. Und zwar haben wir heute bei uns Herrn Martin Kessler, Senior Manager im Bereich Intelligent Software bei MAP. Und mein Name ist Anna-Maria Rieger und auch ich bin Mitarbeiterin im Unternehmen MAP. Bevor wir gleich starten, vorab noch ein paar Hinweise für Sie. Über die Chatfunktion können Sie während des Vortrags anonym Fragen an unseren Referenten stellen. Und des Weiteren haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, Ihre Fragen am Ende der Präsentation nochmals persönlich zu stellen. Nutzen Sie bitte hierfür einfach das Handheben-Tool. Ich rufe Sie dann entsprechend auf. Ihre Mikrofone sind von Ihrer Seite aus auf Stumm gestellt. Bitte entmuten Sie sich nach Aufruf einfach entsprechend selbst. Das kann einen kleinen Augenblick in Anspruch nehmen. Mehrfaches Klicken ist hier aber nicht nötig. Das Programm erkennt Ihre Anfrage, braucht allerdings ganz kurz, um diese auch zu verarbeiten. Eine Einsicht in die Unterlagen haben Sie nach unserem Deep Dive bei unserer MAP Events Mediathek und einen Videomitschnitt dieser Websession finden Sie in Kürze wie immer auch bei YouTube. Gut, bevor es gleich losgeht, hier noch der kurze Hinweis auf unsere kommenden MAP Deep Dives im Juni. Und zwar, Vorsicht, nächste Woche haben wir keinen Deep Dive, da ist ein Feiertag. Aber eine Woche später, am 10.06. um 17 Uhr, Achtung, diesmal nachmittags, haben wir Circular Economy. Eine Woche später, dieses Mal an einem Dienstag und nicht an einem Donnerstag, am 15.06. haben wir der strategische Cybersecurity-Fahrplan für KMU. Und die Woche später, am 24.06. haben wir E-Commerce im B2B. Um im Up-to-Date zu bleiben, folgen Sie uns gerne auf unseren LinkedIn- und Xing-Kanälen. Dort erhalten Sie allerhand spannende Eindrücke und News rund ums Unternehmen. Dann bleibt mir jetzt nur Ihnen viel Spaß zu wünschen und gleichermaßen spannende Eindrücke und das Wort an unseren Referenten zu übergeben. Ja, danke Anna. Auch von meiner Seite natürlich herzlich willkommen zu unserem Deep Dive zu Serverless-Architekturen. Mein Name ist Martin Kessler, ich bin seit 2016 bei MAP, hauptberuflich in der Rolle als Application Architect, war vorher lange Zeit Entwickler und Architekt und jetzt bei MAP auch noch stark mit der Entwicklung verbunden. Also ich greife immer noch sehr gerne in die Tasten. Meine Fokusbereiche sind immer noch Custom Application Development, aber auch schwerpunktmäßig Cloud Architecture und insbesondere AWS. Deshalb die Punkte, die wir heute sehen, die haben viele so ein bisschen AWS-Anstrich, lassen sich aber auch auf die anderen Hyperscaler übertragen. Ich habe folgende Agenda mitgebracht. Zum einen wollen wir mal schauen, Serverless, was ist das überhaupt, ne? Was macht das aus und auch was verspricht man sich davon? Dann im zweiten Teil, was kann man falsch machen? Ich habe so ein paar Anti-Patterns mitgebracht, die ich gerne beschreiben würde. Dann das Thema Testing, wie gestaltet sich das im Serverless-Umfeld und auch das Thema Monitoring ist ja auch ganz wichtig und dann noch ein kurzer Abschluss mit den wichtigsten Punkten. Genau, zunächst einmal Serverless, was ist das überhaupt? Ich glaube, die Darstellung haben viele schon mal gesehen. Das beschreibt so den Weg von der On-Premise Richtung Cloud-Architekturen. Und zeigt einfach so das Thema, ich konzentriere mich auf mein eigenes Business und lasse den Rest jemanden machen, der es besser kann. Beginnend bei kompletter On-Premise-Installation bei mir zu Hause, eigene Hardware, der komplette Stack, eigene Virtualisierung, Betriebssystem, Laufzeitumgebung etc. Das kann Sinn machen, wenn ich eine ganz bestimmte Hardware brauche, ein ganz bestimmtes Betriebssystem. Ich habe alles selber in der Hand und bin entsprechend flexibel. In der Regel ist es natürlich auch mit weniger Geschwindigkeit verbunden, weil ich einfach die Dinge immer erstmal beschaffen und aufbauen muss. Und auf gut Deutsch, ich habe es halt auch an der Backe. Also ich bin dafür verantwortlich, nicht bloß bei Sonnenschein, sondern auch, wenn es kaputt geht. Der nächste Level wäre dann Infrastructure as a Service. Also ich gebe zumindest mal den Teil bis zur Virtualisierung der Maschinen an einen Provider ab. Und ab Betriebssystem-Level kümmere ich mich dann selber, gebe also einen Teil der Flexibilität ab, habe aber die darunterliegende Hardware entsprechend schneller provisioniert. Nächster Step, Platform as a Service, geht einfach noch ein Stück weiter. Das heißt, mein Anteil an der Geschichte ist die Applikation, alles darunter überlasse ich dem Service Provider. Und Serverless ist jetzt einfach nur die konsequente Fortführung dieses Themas. Von mir kommt jetzt wirklich nur noch die Applikationslogik oder die Geschäftslogik und alles andere überlasse ich dem Betreiber. Sicht.
ist Serverless eigentlich auch die Fortführung von etwas, was man schon vorher gemacht hat, also weg von der monolithischen Applikation, die ich aufbreche in, nennen wir es Microservices, die ich getrennt entwickeln und deployen möchte. So ist einfach der Serverless-Ansatz der, dass ich also die Applikation noch weiter aufbreche in noch feingranulare Functions, auf die ich mich dann einzeln konzentrieren kann. Genauso wie bei den Microservices kann ich das natürlich auch gut oder weniger gut machen. Wenn ich meine Applikation natürlich so schneide, dass für jeden Use Case sämtliche Functions beteiligt sind und ständig jede mit allen anderen sprechen muss, dann habe ich natürlich nichts gewonnen, eher im Gegenteil. Was sind also die Charakteristiken von diesem Serverless-Ansatz? Wir haben es gesehen, die Infrastruktur ist noch weiter abstrahiert als bei den Leveln davor. Ich habe in der Regel auch ein Bezahlmodell, was zugeschnitten ist auf diese Serverless-Functions. Das heißt, ich bezahle nicht irgendwelche Kapazitäten an Servern oder so, sondern ich bezahle für die Ausführungszeit und auch nur die. Und in der Konsequenz bedeutet das auch, da ich ja nur den Anwendungscode zur Verfügung stelle, ist es in der Regel auch komplett stateless Code. Also wenn ich einen State mehr halten möchte, muss ich dafür einen anderen Service noch hinzuziehen, wie zum Beispiel eine Datenbank etc. Aber die Funktion selber hat um sich herum, kann keinen State behalten. Was auch bedeutet, ich habe einen ganz stark eventgetriebenen Ansatz. Das bedeutet für viele Entwickler ein bisschen ein Umdenken. Also wir sehen das gleich noch bei den Patterns. Wenn ich das nicht konsequent verfolge, dieses Eventbasierte auch von vornherein zu denken, laufe ich unter Umständen in Schwierigkeiten, meine Applikation serverless aufzubauen. Und es gibt noch eine Unterscheidung, zum einen in Function as a Service. Das ist das, was wir uns jetzt näher anschauen werden. Es gibt noch eine andere Variante, nennt sich Backend as a Service. Das ist das Thema, dass ich eine komplette Komponente meiner Applikation mir hinzukaufe von einem Provider, also zum Beispiel ein Identity Provider oder Google Firebase ist so ein Thema, wo ich einfach das komplette Backend gemanagt bekomme und nur noch darauf zugreife. Was verspricht man sich davon? Also zum einen ist es natürlich ein Kostenthema, weil ich nicht im Vorfeld provisioniere und dann im Zweifel, also entweder habe ich zu wenig oder ich habe zu viel provisioniert und bezahle zu viel, ja, sondern ich bezahle exakt das, was ich benötige an Ausführungszeit. Ein Stück weit gibt es das natürlich auch bisher schon durch Autoscaling. Ich kann Instanzen hinzuschalten und wieder wegschalten, aber der Serverless-Ansatz ist einfach noch feingranularer, noch konsequenter zugeschnitten auf das, was ich tatsächlich brauche. Es gibt noch ein paar interessante Zahlen, die sind ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil die sind teilweise schon älter, aber trotzdem ziemlich beeindruckend. Zum Beispiel die Usage Rate zwischen 5 und 15% in einem durchschnittlichen Data Center. Das ist schon erschreckend. Also Server werden halt angeschafft und dann mal benutzt und dann laufen sie einfach weiter. Oder werden zum Beispiel nur tagsüber benutzt von einem Entwicklungsteam und nachts laufen sie leer, ja, und am Wochenende auch. Oder es gibt auch Comatose-Server, die mal angeschafft wurden, 30% sind es angeblich, die jetzt einfach nur noch laufen und eigentlich gar nichts mehr beitragen zum Geschäftserfolg. Und das kann ich mit dem Serverless-Ansatz vermeiden, solche Themen. Und ich bin auch gerüstet für eine gute Skalierung, weil einfach die bei Lambda-Functions zum Beispiel der Plattformbetreiber komplett dafür verantwortlich ist, dass genug Ausführungsumgebungen zur Verfügung sind, um meine Funktionen auszuführen. Und ich muss vorher nicht sagen, wie viele das denn sein werden. Gibt aber noch mehr Vorteile, die man sich zumindest davon verspricht. Das ist einmal, wir haben die Granularität gesehen. Also ich breche meine Applikation ja noch feingranularer auf, kann also auch ein Reuse betreiben auf einer feingranulareren Ebene. Ich kann mich durch die Abstraktion der ganzen unterliegenden Level mehr auf mein Business Value fokussieren. Also ich programmiere halt die Geschäftslogik und der Rest interessiert mich eigentlich nicht. Viel Boilerplate fällt weg. Dadurch spare ich auch Zeit. Also ich muss einfach weniger aufbauen, weniger provisionieren, kann mich auf die eigentliche Logik konzentrieren. Dadurch bin ich natürlich auch schneller mit meiner Lösung am Start. Und durch dieses Pay-as-you-go-Bezahlmodell ist es natürlich auch einfacher zu experimentieren. Ich kann Dinge aufbauen und ganz schnell wieder wegwerfen.
oder eine Lambda-Function, solange die nicht ausgeführt wird, kostet die auch nichts. Und das senkt natürlich so ein bisschen die Hürde für neue Experimente. Wenn man jetzt mal das AWS-Portfolio sich anschaut, dann ist das nicht bloß schwarz-weiß, serverless, ja, nein, sondern es gibt so eine Skala, kann man sagen, einen Gradienten von ein bisschen serverless bis voll serverless, zum Beispiel im Compute-Bereich. Also wenn ich meine VM nicht selber hochfahren möchte, dann kann ich Elastic Compute Cloud nutzen, wo dann Instanzen mir zur Verfügung gestellt werden. Ein Level weiter abstrahiert wäre Elastic Beanstalk, wo ich dann meine Applikation als Package deploye und schon weniger steuern muss, welche Instanzen brauche ich denn. Noch weiter gedacht ist der Fargate Service, wo ich den Container zur Verfügung stelle und alles darunter übernimmt AWS für mich und natürlich die Maximalausprägung Lambda, wo ich wirklich nur noch den Programmcode zur Verfügung stelle und die ganze, alles was darunter liegt, was nötig ist, um den auszuführen, übernimmt AWS für mich. Und ähnliche Level gibt es dann auch auf dem Datenbank-Layer. Also ich kann meine Datenbank natürlich selber installieren auf einer gebuchten Instanz und so weiter. Dann gibt es verschiedene Services, wo ich dann entweder mehr Flexibilität oder mehr Serverlessness habe. Also ich benutze sie einfach und es kostet so viel, wie ich dann halt brauche, ohne dass ich das vorher anmelden muss. Ja. Gut, Thema Storage, S3, die Allzweckwaffe, ist auch voll ausgeprägtes Thema. Ich kann da ein Objekt reinlegen oder 1 Million, macht keinen Unterschied. Also in den Kosten dann vielleicht schon, aber ich muss nicht unterschiedliche Arten von Buckets irgendwie bestellen. Und auch beim Messaging gibt es dann auch verschiedene Varianten, die sich dann unterscheiden in der Flexibilität und in der Ausprägung, wie viel ich eigentlich im Vorfeld sagen muss, was ich benutzen will. Also berühmtesten Vertreter sind ja Simple Notification Service, ein Fan-Out-Service, der einfach Mitteilungen verteilt an mehrere Empfänger, und Simple Queue Service, der Queues zur Verfügung stellt, um Messages persistieren zu können, bis sie abgeholt werden. So, wo die Sonne scheint, gibt es auch Schatten. Man kann es auch falsch machen. Deshalb habe ich mal so ein paar Anti-Patterns zusammengestellt, die ich gerne diskutieren möchte. Das ist zum einen der sogenannte Lambda-Monolith. Es ist natürlich verführerisch, wenn ich jetzt zu einer Serverless-Landschaft kommen möchte. Ich nehme meine komplette Applikation und klatsche die in eine Lambda-Function. Technisch funktioniert das. Ist aber natürlich nicht Sinn der Sache. Also zum einen habe ich ein sehr große Package-Size, was problematisch sein kann. Und ich werde auch von der Wartung der Anwendung her nicht glücklich werden, wenn das komplett als eine Lambda-Function deployed ist. Hängt auch damit zusammen, dass Lambdas nur einen Einstiegspunkt haben. Ja, wenn ich eine Spring Boot-Applikation zum Beispiel irgendwo betreibe, die hat ja dann, kann mehrere Endpoints exposen, aber Lambda-Function hat einen Händler und der muss dann immer verzweigen, ja, was in meiner Applikation will ich denn jetzt gerade tun. Und es hat auch einen Security-Impact, denn ich sage für diese eine Lambda-Function, was sie alles darf, also dass sie zum Beispiel auf eine DynamoDB zugreifen darf oder auf einen Bucket, und damit habe ich für jeden Pfad in meiner Applikation habe ich alles erlaubt, und das verletzt halt das Principle of Least Privilege. Also nicht falsch verstehen, es ist natürlich nicht verboten, einen Monolithen zu bauen mit einer sauberen Architektur, kann ich natürlich trotzdem flexibel bleiben. Es ist nur ein ungeeignetes Modell für Lambda. In dem Fall besser. Hier wird jetzt verzweigt über ein API-Gateway, das kann Web-Requests entgegennehmen, dass ich zum Beispiel die verschiedenen Pfade meiner Applikation, die verschiedenen Endpoints dann auch realisiere über getrennte Functions. Und dann kann ich also zum einen Verantwortlichkeiten im Team besser steuern, wer ist denn verantwortlich für welche Function, und ich kann auch die Security besser steuern. Ja. Was darf denn Function 1, was darf Function 2? Nächste Thema wäre Recursive Patterns. Kann passieren, wenn ich zum Beispiel in meiner Lambda-Function in ein Bucket schreibe und der Bucket wiederum ist so konfiguriert, dass er die Lambda-Function ruft, sobald ein neues Objekt da ist. Da kann ich mich leicht verheddern, dass dann zum Beispiel für dieses Event dann wieder ein neues Objekt angelegt wird, was wieder ein Event auslöst, etc. Also Endlosschleifen können natürlich überall passieren. Bei Lambda ist halt blöd, das kostet dann Geld, ja, weil für jede Ausführung bezahle ich. Wie wir das erkennen, sehen wir nachher im Monitoring-Teil. Wie löse ich das auf? Also zum Beispiel Separate Buckets, also der eine löst das Event aus, wenn was reingeschrieben wird, und wenn die Function dann fertig ist, dann schreibt sie das Ergebnis in einen anderen Bucket
oder sie schreibt das Ergebnis mit einem Prefix, dass ich unterscheiden kann, ist es jetzt ein Input oder ein Output. Und wie gesagt, Monitor Execution, da kann ich dann sehen, ob eine Lambda-Function amok läuft. Nächstes Anti-Pattern, was also gerade Teams, die vielleicht noch nicht so reif sind, leicht passieren kann, wenn ich also meine Anwendungslogik, so wie ich es bisher gemacht habe, einfach übertrage in Lambdas. Natürlich kann eine Lambda eine andere rufen, so wie ich eine Methode rufe. Das ist aber nicht immer der richtige Ansatz, weil während die aufgerufene Methode läuft und ich auf das Ergebnis warte, läuft ja die erste auch weiter. Und auch das kostet Geld. Also Jeff Bezos freut sich, aber es ist natürlich ungünstig vom Design her. Und das gilt ganz grundsätzlich drum, wenn also eine Lambda-Function irgendwie Dinge orchestrieren soll, Aufrufe steuern etc. Dafür gibt es bessere Ansätze. Zum einen, also hängt natürlich dann von der Logik ab, welche Möglichkeiten ich habe. Ich kann decouplen, also über SQS zum Beispiel. Die erste Funktion ist fertig und legt dann eine Nachricht in eine Queue und diese triggert dann die andere Funktion. Dann muss die erste nicht mehr warten, bis die andere fertig ist. Also vor allem, wenn die zweite Funktion dann länger braucht für die Bearbeitung. Oder ich benutze den Step Function Service. Der kann die Abläufe steuern zwischen mehreren Lambda-Funktionen. Und dann habe ich auch nicht in einer Lambda die Wartezeit, während andere Lambdas ihre Arbeit machen, sondern das übernimmt dann dieser Step Functions Workflow. Ist, wenn es möglich ist, der bessere Ansatz. Ganz ähnliches Problem habe ich, wenn ich synchron auf die Abarbeitung von Events warte. Na, ich schreibe zum Beispiel was in ein Bucket und warte dann auf die Erfolgsmeldung und erst dann schreibe ich was in eine DynamoDB und warte auch wieder, bis die fertig ist. Und auch hier bezahle ich dann für das Warten auf den anderen Service, bezahle ich selber Geld. Ja. Unter Umständen lässt sich das vermeiden, indem ich es ein bisschen geschickter mache. Also zum Beispiel durch parallele Aufrufe, dann habe ich nur einmal die Wartezeit oder auch hier wieder ein entkoppelter Ansatz. Ich schreibe erst in den Bucket und der Bucket triggert dann eine weitere Funktion, die dann den Insert in die Datenbank auslöst. Also wenn ich zum Beispiel das Ergebnis aus dem Bucket dann brauche, um es in die Datenbank zu schreiben. Also man sieht, gelegentlich muss man auch ein bisschen umdenken. Man kann nicht einfach die prozedurale Denkweise, die man vielleicht bisher angewendet hat, einfach in Lambda implementieren. Nächstes Anti-Pattern, Batches. Dafür ist es auch nicht gedacht. Also wenn ich zum Beispiel eine Reihe von Objekten abarbeiten möchte, die mal im Bucket liegen, dann ist es einfach ungünstig, innerhalb der Funktion diese Liste abzufragen und dann alle der Reihe nach durchzugehen. Zum einen habe ich ein Execution Limit, also die Lambdas dürfen nicht beliebig lange laufen, das kann ich bis zu 29 Sekunden hochsetzen, aber das reicht vielleicht nicht aus und es ist auch einfach ungünstig, weil halt der Iterationscode etc., das habe ich dann alles in meiner Function mit drin. Besser, eventartig gedacht, ich konfiguriere den Bucket so, wenn ein neues Objekt kommt, ruft die Function, die was mit diesem Objekt macht. Also ich habe nicht eine batchartige Abarbeitung, sondern pro Objekt eine Aktion, die damit passieren soll. Ein Thema noch, weniger ein Anti-Pattern, aber eine Stolperfalle eventuell. Ich muss mir gut überlegen, wie meine Workload denn aussieht. Also wir haben gesehen, Lambda skaliert sehr schön, erzeugt präzise die Kosten, die ich habe für meine Workload. Nur wenn die sehr konstant ist, dann bezahle ich halt für die Ausführung von Lambda deutlich mehr als jetzt zum Beispiel in einem Container, den ich hochfahre auf Fargate. Also wenn ich jetzt hier dieses Vergleichsbeispiel nehme, diese Stunde Laufzeit von dem Container umrechne in 3600 Lambda-Aufrufe, die jeweils eine Sekunde dauern, dann wird die Rechnung deutlich teurer werden. Klar gibt es immer noch Free-Tier und Savings-Plans etc., aber wenn man das reduziert, die Rechnung auf das, was man vergleichen kann, ist also hierfür dann Lambda ungeeignet. Wo man auch aufpassen muss, ist das Thema Shared Code. Ist ja auch üblich, sagen wir mal, in der konventionellen Programmierung, dass man Dinge irgendwie in Layer auslagert und die dann wiederverwendet, zum Beispiel eine Vererbungshierarchie. Kann bei Lambdas problematisch werden, weil die Package Size begrenzt ist. Also vielleicht packe ich in meine Function einfach zu viel rein, was ich gar nicht benötige.
Und ich habe auch eine funktionale Abhängigkeit. Also was mich in konventionellen Applikationen auch erwischen kann, ist eben im Serverless-Bereich noch schwieriger zu handhaben, wenn also in so einem Layer dann Fehler sind und die dann mehrere Functions betreffen. Auch hier ist es eigentlich besser, auch dem Paradigma zu folgen, favor composition over inheritance, also Reuse nicht über eine Vererbung zu realisieren, sondern über einen Aufruf. Also wenn ich Funktionalität wiederverwenden will, dann sollte ich die auslagern in eine separate Lambda-Funktion. Was man auch falsch machen kann, Lambda bietet unheimlich viele Technologien. Also ich kann Node.js verwenden, Ruby, Python etc. Und da werden sicherlich noch mehr dazukommen. Ich kann theoretisch sogar meine eigene Runtime definieren. Also ich kann meine Lambda auch als Container paketieren, der dann ausgeführt wird. Der muss aus einem Basis-Image abgeleitet sein, aber ansonsten kann ich da reinstecken, was ich will. Und das eröffnet natürlich dann viele Möglichkeiten. Und viele rennen auch rum und sagen, ja, das ist ja super, da kann ja jedes Team irgendwie seine eigene Lieblingstechnologie verwenden. Das ist aber, glaube ich, keine gute Idee, weil wenn man dann mal Entwickler austauschen will zwischen den Teams, ne, dann hat man immer diesen Mental Load, dass man sich in eine neue Technologie einarbeiten muss. Also diese Variabilität an Technologie verleitet vielleicht auch dazu, ein bisschen übers Ziel hinauszuschießen. Und ein Problem noch, Reuse ist gut, man muss aber natürlich auch aufpassen, dass man nicht für jedes Thema einfach wieder eine neue Lambda-Funktion schreibt, ohne zu gucken, ob es die Funktion nicht vielleicht schon gibt. Also der Reuse bleibt auch oft auf der Strecke. Die Logik wird aufgebrochen in verschiedene Functions, aber ich habe trotzdem mehrere Functions, die eigentlich das Gleiche machen. Und dann verliert man auch sehr schnell den Überblick. Gut, werfen wir noch einen Blick auf das Thema Testing. Zunächst einmal das Unit-Testing. Das ist eigentlich noch relativ easy. Da habe ich als Scope meine Lambda-Function und auch nur die. Und da mache ich das eigentlich so, wie ich sonst auch Units teste. Also die Abhängigkeiten mocke ich weg und definiere ein festes Verhalten der abhängigen Services. Und das ist jetzt hier ein JavaScript-Beispiel mit Jest, ist aber eigentlich auch egal, was man benutzt. Dann gibt es eine Mock-Bibliothek, die mir dann zum Beispiel die DynamoDB mockt und ich kann dann ein bestimmtes fixes Verhalten da modellieren. Und man sieht es hier in der vorletzten Zeile, in dem linken Snippet, was ich dann mache, ist einfach von meinem Lambda-Händler die Main-Funktion einfach aufrufen und dann das Result untersuchen, so wie ich halt Unit-Tests schreibe. Relativ easy noch. Eine Möglichkeit, Lambdas lokal zu testen, also nicht bloß den Code direkt aufzurufen, sondern die Lambda als Function zu testen, ist mit dem Serverless Application Model. Das ist ein Feature von AWS, wo ich mit speziellen Templates arbeiten kann. Die sehen aus wie CloudFormation Templates, haben halt noch ein paar mehr Features, dass ich mir Boilerplate Code sparen kann und sagen halt, ich brauche zum Beispiel eine Serverless Function und alles, was dann an Elementen dazu benötigt wird, macht das Serverless Application Model für mich. Und da gibt es auch eine CLI dafür und mit derer Hilfe kann ich dann zum Beispiel eine Lambda-Funktion einfach mal lokal ausführen, ohne dass ich die jetzt in meinen Account deployen muss. Soweit so gut. Wird allerdings dann problematisch, wenn die Lambda-Function Abhängigkeiten hat, zum Beispiel Richtung DynamoDB, dann muss ich in meiner Function dafür sorgen, dass entweder ein lokaler Endpunkt gerufen wird oder ich muss einfach lokal diese Endpunkte auch zur Verfügung stellen. Also es funktioniert nicht ganz so out of the box, aber grundsätzlich gibt's die Möglichkeit. Ich habe auch mal noch den Link dazu hinterlegt. Also insgesamt interessante Sache, Serverless Application Model. Richtig spannend wird es natürlich dann beim Integration Testing. Ich habe hier mal so ein Szenario aufgemalt. Ich habe also einen externen Trigger, der über den Simple Notification Service ein Ereignis auf in ein Topic schreibt und das Topic benachrichtigt dann den Simple Queue Service, der wiederum speichert dann eine Message, solange bis die eine Lambda-Function die abholt, die dann wiederum einen Eintrag in eine Dynamo-Table schreibt. Sinnigkeit sei jetzt mal dahingeschrieben, ist nur zur Veranschaulichung. Wenn ich solche Konstrukte testen möchte, da gibt es ein ganz cooles Tool, das nennt sich LocalStack. Da kann ich nämlich eine ganze Reihe von AWS-Services
auf meiner lokalen Entwicklermaschine hochfahren und dann meine Services dort deployen, so wie ich es auch in dem richtigen Account machen würde. Also zum Beispiel mit dem CDK, mit dem Cloud Development Kit, das ist die Infrastructure as Code Paket von AWS, kann ich dann meine Umgebung definieren und dann lokal deployen. Analog dafür gibt es dann auch statt dem CDK ein CDK Local und es gibt auch ein AWS Local, das ist analog zu der AWS CLI, nur dass eben die lokale Installation gerufen wird, für mich transparent. Und so kann ich zum Beispiel jetzt über SNS Publish simulieren, dass auf das Topic ein Event gekommen wäre und dann hinterher in die Datenbank gucken, ob da ein Item angelegt wurde, so wie ich es erwartet habe. Und so ist der Scope halt diese ganze Kette von Services. Noch einen kurzen Blick auf das Monitoring, genau. Ist ein bisschen schwieriger, weil ich ja alles unterhalb meiner Applikationslogik gar nicht unter Kontrolle habe. Das heißt, ich bin ein Stück weit darauf angewiesen, was denn der Service Provider mir bietet an Monitoring-Möglichkeiten. Und durch diesen feingranularen Aufbruch meiner Applikation habe ich auch ein hochinteraktives Szenario. Die eine Function ruft die andere und die ruft wieder einen Service und der ruft wieder eine Function etc. Und das, was vielleicht Java-Entwickler kennen, hier Map Diagnostic Context, das war immer sehr bequem. Da packe ich einfach irgendwelche Werte rein und solange ich mich im selben Thread befinde, kann ich da immer wieder drauf zugreifen, egal in welcher Komponente ich jetzt gerade bin. Das funktioniert hier natürlich leider nicht. Aber wir sehen gleich eine Alternative dazu. Einmal das Thema Monitoring. Es gibt bei AWS den CloudWatch-Service, wo ich dann pro Funktion mir angucken kann, wie ist denn zum Beispiel die Ausführungszeit einer Lambda-Funktion und da sehe ich dann auch Abweichungen, dass die also plötzlich sehr lange braucht zum Beispiel. Ich kann mir anzeigen lassen, welcher Anteil der Aufrufe ist denn erfolgreich und welche sind fehlerhaft. Und wenn das plötzlich kippt, ne, dann habe ich auch die Nachricht, dass da was nicht in Ordnung ist. Ich kann Metriken definieren, dass ich also zum Beispiel Schwellenwerte definiere und wenn dann irgendeine Metrik darüber liegt, kann ich mich benachrichtigen lassen. Übrigens auch wieder über Simple Notification Service, der kann mir dann eine E-Mail schreiben oder eine SMS oder kann irgendeine andere Aktion triggern. Also ich kann auch irgendwelchen Programmcode dann ausführen, wenn dieser Schwellenwert überschritten wird. Und bezüglich Tracing, das, was wir gerade gesehen haben, was halt nicht geht mit dem MDC. Wenn ich zum Beispiel ein Szenario habe, ich habe hier einen Step-Functions-Workflow, in dem mehrere Lambda-Funktionen der Reihe nach gerufen werden und die letzte schreibt in ein Topic und der wiederum triggert eine Lambda-Funktion und die wiederum schreibt in eine Tabelle, dann tue ich mich schon schwer, das programmatisch zu lösen. Wie ist denn der Ablauf durch die verschiedenen Funktionen? Und da gibt es einen Service, der nennt sich X-Ray und der ist relativ out of the box. Also bei Services wie Step Functions zum Beispiel klicke ich ein Häkchen an, Enable X-Ray Tracing. In meinen Lambda-Funktionen habe ich ein kleines bisschen Wrapper-Code und ich bekomme dann eine Darstellung der Aufrufe, wie sie durch die einzelnen Komponenten durchgehen. Also von einer Lambda-Funktion zur nächsten, zu der Dynamo etc. Das kann ich alles hier mir auflisten lassen. Wie waren denn die Ausführungszeiten? Wie waren die Übergabeparameter? Kann ich mir hinterher alles genau angucken. Also die Korrelation zwischen den einzelnen Komponenten wird automatisch hergestellt. Das macht X-Ray allerdings nicht für jeden einzelnen Aufruf, sondern da ist so ein Sampling-Algorithmus dahinter, der nach einer Weile immer mehrere Aufrufe mitzeichnet. Aber wenn es dann viele werden, dann nimmt er nur noch Stichproben. Aber insgesamt sehr, sehr hilfreich, um zu untersuchen, was ist denn passiert der Reihe nach. Gut, dann werden wir auch schon durchgeritten. Ich würde die Punkte nochmal kurz zusammenfassen. Was ist am wichtigsten mitzunehmen? Ja, Überraschung, die Anti-Patterns vermeiden natürlich. Also man kann die prozedurale Programmierung nicht einfach eins zu eins in Lambda-Funktionen gießen, sondern man muss wirklich eventbasiert denken und auch im Hinterkopf behalten, habe ich vielleicht Ausführungen hintereinander, die auch parallel stattfinden könnten, etc. Ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht ist auch noch das Thema Organizational Constraints. Also nicht jedes Team hat den Reifegrad, ein komplexes System serverless zu bauen.
Entweder nehme ich mir ein bisschen mehr Zeit, um das Team auszubilden oder vielleicht auch Fehlversuche mit einzuplanen, oder ich überlege mir, ob ich vielleicht das Thema Serverless erstmal zurückstelle oder nur für einen Teilbereich der Applikation verwende. Das ist ja auch möglich. Und der dritte Punkt, es gibt auch von AWS jetzt eine ganze Reihe von Hilfestellungen zu dem Thema. Es gibt ja das Well-Architected Framework, was so alle möglichen Guidelines gibt, wie ich meine Applikation gut aufbaue, dass sie performant ist, sicher, robust etc. Und da gibt es auch einen Zuschnitt auf das Thema Serverless. Also gerade alles mit Bezug auf Serverless gibt es dann nochmal spezielle Hinweise, was ich berücksichtigen sollte. Ich habe hier auch nochmal den Link mit aufgeführt. Genau. Das waren die Punkte, die ich gerne mitbringen wollte. Wer noch weiter Interesse dran hat, gerne Kontakt mit mir aufnehmen. Und ja, ich glaube, jetzt im Chat haben wir auch noch die Gelegenheit, ein bisschen zu diskutieren. Vielen Dank. Ganz genau. Ja, vielen Dank, Martin, für die klasse Veranschaulichung. Definitiv ein spannendes und zukunftsrelevantes Thema. Gut, dann lass uns einen Blick ins Fragetool werfen. Da ging jetzt während der Präsentation ein Beitrag ein. Und zwar möchte ein Teilnehmer gerne wissen, vielen Dank für den Vortrag, kann ich Serverless Functions auch debuggen? Wie sieht es bei Serverless mit der Kostenkontrolle aus? Okay, Stellung dazu. Erstmal die erste Frage. Ja, geht, ist aber nicht so ganz einfach. Also es gibt mehrere Lösungen, die allerdings darauf basieren, dass die Funktion lokal ausgeführt wird. Also wenn ich zum Beispiel das Serverless Application Model verwende, da gibt es eine Möglichkeit, einen Debugger zu öffnen und dann zum Beispiel im Visual Studio Code durch den Code zu steppen. Das geht. Schwieriger wird es dann schon, wenn ich die Funktion debuggen möchte, während sie deployed ist in dem Account. Also es gibt von Tundra einen Debugger, kommerzielles Produkt für Java-Implementierungen von Lambda-Functions. Habe ich persönlich allerdings keine Erfahrung damit. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert. Also summa summarum, Debugging ja, aber so wie ich das sehe, eher noch in der lokalen Ausführung und nicht im Account. Und dann war es, glaube ich, gleich noch eine zweite Frage bezüglich der Kosten. Genau, wie sieht es bei Serverless mit der Kostenkontrolle aus? Ah ja, genau. Ja, im Prinzip analog zu Nicht-Serverless. Die Pricing-Modelle sind ein bisschen andere. Aber ich habe im Vorfeld den Pricing Calculator jetzt bei AWS, wo ich dann zum Beispiel sagen kann, mit wie viel Aufrufen rechne ich denn für meine Lambda-Function und wie lange wird so ein Aufruf durchschnittlich dauern. Und dann kann ich noch sagen, ob ich Free-Tier berücksichtigen will, ja, nein, und bekomme dann gesagt, was mich der Spaß kosten wird, voraussichtlich. Also das ist die Vorausbetrachtung und natürlich dann, während ich meine Applikation betreibe, über den Cost Explorer in meinem Account, kriege ich natürlich auch aufgeschlüsselt, wie viel Kosten denn pro Service anfallen. Da empfiehlt es sich übrigens auch, Ressourcen grundsätzlich zu taggen, also einem Team zuzuordnen oder einer Applikation etc., weil ich dann meinen Kostenreport nach diesen Tags aufschlüsseln kann und dann die Kosten besser zuordnen kann. Super, ja, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Wir haben noch eine Handmeldung aus dem Publikum. Ja. Sie dürfen sich einmal entmuten. Hallo, hört man mich? Man hört ja. Sie. Hallo, herzlich willkommen. Alles klar, sehr gut, perfekt. Ja, und zwar, Sie haben ja vorhin erwähnt, dass man bei Serverless darauf achten muss, wie die Workload ist, um zu entscheiden, ob man jetzt zum Beispiel AWS Lambda verwenden will oder gleich einfach nur einen einzelnen Container. Gibt es da Tools, mit denen man dann entscheiden kann, das lohnt sich kostentechnisch für uns bei der Workload? Also zum einen muss man natürlich irgendwie seine Workload einschätzen können. Also wie sieht denn meine Ausführung aus? Habe ich irgendwie eine konstante Last oder sind das ganz vereinzelte Events, die plötzlich kommen? Wenn ich davon ein ungefähres Bild habe, dann kann ich natürlich den Pricing Calculator verwenden und dann ein Szenario einfach mal modellieren. Also auf der einen Seite so und so viel Lambda-Aufrufe und auf der anderen Seite ein Fargate-Container mit der Kapazität, der eine Stunde lang läuft oder einen Tag lang, also je nachdem, welchen Zeitraum ich halt vergleichen möchte. Und dann bekomme ich ja zweimal die Kosten in Euro ausgespuckt und kann die dann vergleichen. Okay, alles klar, danke. Aber die Herausforderung ist natürlich, im Vorfeld sagen zu können, ja, wie sieht denn meine Workload aus? Ne? Also je schwerer ich damit tue, desto schwieriger ist es natürlich dann auch zu entscheiden, in welche Richtung gehe ich. Ne?
Super, ja, vielen Dank, Martin. Haben wir denn an der Stelle noch weitere Fragen aus dem Publikum? Ansonsten, falls das nicht der Fall ist, können Sie sich sehr gerne im Nachgang zu heute auch nochmal bei unserem Referenten Martin Kessler melden, falls sich doch noch welche auftun sollten. Die Kontaktdaten können Sie hier auf der Slide sehen. Gut, dann an dieser Stelle noch einmal der ganz kurze Hinweis auf unseren kommenden Deep Dive oder auf unsere kommenden Deep Dives. Plural, genau. Vielen Dank, Martin. Am 10.6. übernächste Woche haben wir einmal Circular Economy. Achtung, dieser Deep Dive findet ausnahmsweise um 17 Uhr statt. Die Woche drauf, am 15.6., das ist ein Dienstag. Ebenfalls ausnahmsweise haben wir der strategische Cyber Security Fahrplan für KMU. Und die Woche drauf, wieder ganz regulär, am 24.6. haben wir einmal E-Commerce im B2B. Sie haben jederzeit Zugriff auf die Präsentationsunterlagen über unsere Mediathek und den Videomitschnitt dieser Websession finden Sie wie immer in Kürze dann auch wieder bei YouTube. Genau, hier sind die Links perfekt. Dann würde ich von meiner Seite aus eigentlich ausschließen. Martin, möchtest du vielleicht auch noch mal ein, zwei Schlussworte ans Publikum richten? Ja, vielen Dank für die Teilnahme trotz Urlaubssituation. Vielen Dank für das Commitment. Und wie gesagt, also wer mit mir in Kontakt treten möchte, sehr gerne. Würde mich freuen. Perfekt. Dann wünsche ich Ihnen auch noch einen schönen Tag und freue mich auch auf den nächsten MAP Deep Dive mit Ihnen. Bleiben Sie gesund. Bis dahin. Tschüss.